7 mit 750 Kubikzentimeter und 4-Zylinder Motor, lauter schöne kleine Raritäten, ein Fiat Vanilla, da ist sogar der kleine Junge aus Napoli auf der Haube vorne, der Steinewerfer, wie er genannt wurde, er hat eigentlich Nüsse geworfen, dahinter ein Renault Caravelle, das Dulce Cabriolet, dann ein ganz seltener Singer hier aus England und dann hier ein großer Lagonda, ein wundervolles Auto, das wir hier präsentieren, dann der VW Kübelwagen. Und dann scheint dies keine zweite Runde. Schade, dann der Peugeot 403, der Anfang der Zusammenarbeit mit Pininfarina zu Peugeot, denn den 203, den hatte man noch selbst gemacht, während Pininfarina dann beim 403 einstieg und vor allem das Cabrio von Colombo schaffte. Und das war tatsächlich ein graver Cabriolet vom Bentley, das wir da eben sehen konnten. Und dann kommt dahinter der Rolls Royce R-Typ, dann das Ziel, wie er auch genannt wurde, der Mercedes 170S, kommt da reingerollt mit Ovalrohrrahmen und Zentralschwerung und Topolino Belvedere, der Fiat 500 etwa, Baujahr 1953 und der Renault Cacchevo, der vierte Bau mit dem Heckmotor und dann der gewaltige Cadillac mit 2,3 Meter Breite und hier also mit den Flossen, die hochwachsen aus dem Jahre 59. Der schicke Tatra mit dem 2,5 Liter V8 Motor mit Luftkühlung im Heck, der tschechische Marken, wo ich so ein bisschen tschechisch gesprochen habe, vorhin angenähert. Und dann der herrliche Vandenplatz Princess mit dem Rolls-Royce 6-Zylinder-Motor, der nie Rolls-Royce kam. Also der 4 Liter R-Typ, den haben wir hier. Und dann ein wunderschöner Lambretta, 175er Roller vor dem Alvis Carrara Cabrio. Ein Traum, verdammt, ja. Schade, dass ich mit Ihnen keine Runde fahren durfte, ja. Also beim nächsten Mal. Und dann ist hier dieser herrliche Hotchkiss, auch das ist was Besonderes, mit den berühmten Fackeln vorne eben, Kühlerzeichen. Und der 4-Sitzer Morgan, so selten, 100 Jahre Morgan haben wir in diesem Jahr. Ja, das ist der 4-Zylinder-Typ, nicht der Planet. Und der berühmte Mercedes 190 SL mit 25.000 Exemplaren zwischen 74 und 62. Mit dem typischen Ton der Joe Jupiter Boxer aus England. Ein Boxermotor aus, ein Cabrio, ein MGCC dahinter. Und unser ältestes Auto, ist ja wirklich Baujahr 1900? Ich weiß nicht. 1899 ist er gebaut worden. Unser Urvater des Automobilbaus, dann das BMW 327 Cabriolet hier in Rot und Schwarz. Und der große Rolls-Royce Phantom hier, ein Sonder. Ganz besonderes Auto, das wir hier haben. Das ist der Silent Sports Car. Der hat damals diese berühmte Dauerwettfahrt gewonnen und den Ruf von Rolls-Royce als unzerstörbare Marke ins Leben gerufen. Phantom, immer das Spitzenmodell bei Rolls-Royce. Dann der Orsinini 3 Liter hier, noch als echter Roadster. Und dahinter der MGA, der damals eine Sensation war, als er herauskam. Über uns die Beach 18, die wir sehen können mit den 900 PS aus 2-Sternmotor. Und der Peugeot Darunmat, der berühmte 302, der noch in dem französischen Peugeot-Händler Emile Darunmat gebaut wurde. Hier der Orsinini 100.